Moin Leute und willkommen zum Teil 3, wie entferne ich Rost am besten und gründlich. So, ja, ich gehe jetzt wieder her, da ich nicht gleich wieder den Akku leer machen möchte. Ins Schleifpapier. Dauert jetzt natürlich alles ein wenig länger. Akku sagt auch schon wieder Error. Das ist halt wirklich auch schon wirklich sehr aufwendig, das Ganze. Hier kann man mal sehen, was jetzt runtergekommen ist noch. Aber es ist auch teilweise noch von hier unten. Hier so in der Ecke. Ja. Das ist halt wirklich alles schön. Also die Art und Weise der Variante. Also der Art des Rostentfernens ist jetzt schon etwas aufwendiger als das, was wir davor gemacht haben. Davor habe ich das nur blank geschliffen und einfach war gut gewesen. Das ist jetzt schon eine etwas aufwendigere Variante. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Das ist jetzt, wie gesagt, schon sehr aufwendig. Da hat schon mal, wie gesagt, einer irgendwas drauf geschmiert. Und das versuche ich jetzt hier in der Form runter zu kratzen noch. Und ja, kann man noch sehen. Das kann ich gar nicht und das ist traurig sein. Männer, gut gelaufen, glücklich wie ein Kind. Ich gebe nie. Das kann ich gar nicht, und das ist traurig sein. Dann ist er nicht auf Schüsselraum, bin immer gut darauf. Glücklich wie ein Kind, ich gebe niemals auf. Um den Rost hier zu entfernen, ich echt alle. Diese Scheiße geht das so richtig auf den Sack. Dreckig wie ein Scheiß. Ja. Ja, und das ist das Endresultat, wenn man dann halt auch schon ein bisschen schrubbt. Und dann hier noch schon ein bisschen was zum Vorschein. Ja. Könnte man schon so lassen, mache ich aber nicht. Weiter geht's. So Leute, ja, warum ist überhaupt in solchen Ecken hier und da, das ganze Blech richtig warm, Rost,
Ja, ganz einfach aus dem Grund. Wenn das zusammengebaut wird, könnt ihr hier sehen, ein Werk ist das. Das, also das Stück hier. Also dieses Stück hier ist im Kofferraum, das ist das Rücklicht, ist noch mit drin. Dann hier unter der Stoßstange ist noch eine Verschraubung. Ist das, kann man dieses Teil komplett kaufen. Das ist dann schon wieder der Schweller. Ab hier dem Punkt ist der Schweller und hier sind genau die Schweißpunkte, wo sie das dann im Werk hier dann zusammen schweißen, machen und tun. Und ja, gut. Wie wir jetzt gesehen haben, ist es jetzt schön blank. Gut, das gefällt mir nicht, da muss man noch ein bisschen Schleifpapier drüber. Aber ich mache jetzt erstmal eine Pause in der Hinsicht, weil ich muss meinen Akku laden vom Akkuschrauber. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wie wir ja gerade eben gesehen haben, habe ich das hier alles schön blank gemacht. Und jetzt machen wir das hier dasselbe nochmal. Ihr seht schon, hier war dasselbe Zeug drauf wie in dem anderen Video. Das werde ich euch dann nochmal verlinken. So, ja, da ständig hier durch die Vibration, dadurch, dass ich meine Halterung an die Tür gemacht habe, hat es natürlich immer die ganze Zeit Vibrationen gegeben, ist es natürlich immer runtergefallen. Da ich nicht möchte, dass mein Handy kaputt geht, habe ich es jetzt gut möglich fertig abgeschliffen. Mehr geht einfach nicht. Ist wahrscheinlich einfach schon zu weit vorgedrungen. In diesem Falle könnte man jetzt Rostumwandler verwenden, um diese Stellen einfach drauf zu machen. Das macht, kann man jetzt eigentlich mal drauf machen. Habe ich aber jetzt in dem Fall nicht. Ich zeige euch jetzt was anderes, was wir da in der Hinsicht verwenden. Was ein bisschen ähnlich ist, was aber auch eine gute Konsistenz ist. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video dann. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Zusammenschnitt gemacht habe. Wenn es jetzt irgendwie so sein sollte, dass ich das jetzt das mit den Rost entfernen doch vielleicht doch schon in zwei Teile gemacht habe, dann folgt das jetzt hier im dritten. Aber das werde ich, denke ich, mal sehen.